So, und weiter geht's. Ja, ich muss da mal kurz die Aufnahme unterbrechen. Ich nehme das Ganze hier auf am 30.07. Und wie ihr wisst, wird's heute super heiß. Es ist noch relativ früh am Morgen. Aber man merkt schon, dass es jetzt richtig, richtig warm wird. Ich muss das mal kurz ein paar Rollen runterlassen. Und ja, ne, ihr werdet es mir verzeihen. So, ich gehe jetzt mal hier in mein richtiges Bett. Was habe ich denn da drin? Gar nichts, okay. So, und ein paar Respawn-Points heute wieder gesetzt. Sodele, sodele, sodele. Oh, ich glaube, ich habe gerade schon wieder einen Zombie gehört. Ein Zombie. Mr. Zombie. Oder auch nicht. Na, wer weiß. Und ein schöner Regenbogen. So, da ist er. Ein schöner Regenbogen. Ach, ist das toll. Gut. Ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen Kisten sortieren, ne? Das bleibt natürlich nicht aus. Da müsst ihr durch. Da ist halt so. Ja, was habe ich mir überlegt sonst? Also, ich möchte jetzt den Bauernhof weiterbauen hier in Minecraft. Und. Ja, was noch? Bauernhof weiterbauen und. Ja, ich habe jetzt wieder privat Minecraft ja gespielt, habe ich ja schon mal angedeutet jetzt in einer der letzten Folgen. Oder vor ein paar Folgen mittlerweile schon. Und ja, deswegen wollte ich jetzt auch mal ein bisschen vorankommen. Was ich gemerkt habe, so ein Elytra und so ein, wie heißt es? So ein Elytra und so ein, und so ein Netherite ist halt toll, deswegen wollte ich jetzt mal schauen wegen Netherite schon mal so ein bisschen, dass wir da vielleicht die ersten Sachen upgraden können demnächst. Ich glaube auch eher die Tools erstmal für die Durability als die Rüstung, aber ich bin mir da nicht sicher. Also da könnt ihr auch gerne mal schreiben, was ihr für sinnvoller haltet. Dann kann ich mich da vielleicht auch dran orientieren. So, genau, Bauernhof habe ich ja schon ein bisschen vorgeplant, habe ich gesagt. Können wir uns dann auch nochmal angucken gehen. Ich glaube, jetzt müsste ich alles haben aus dem Chestboard, ne? Dann können wir zurückfahren und uns am Bauernhof nochmal ein bisschen umschauen. War ja jetzt auch genug Terraforming, glaube ich. Aber ich hoffe, das hat ganz gut funktioniert jetzt. Oder ganz gut gepasst für euch auch. Mit dem ganzen, ja, mit dem ganzen Gelaber zwischendurch von dem Urlaub. Also insgesamt USA-Urlaub. Es ist super teuer. Das bleibt nicht aus. Aber lohnt sich auf jeden Fall. So. Ich lasse es mal hier stehen gerade. Oder? Nee, ich brauche es eher wieder hinten. Na, ich lasse es hier stehen. Ist jetzt insgesamt schlecht platziert. Wir bräuchten Zeit mitten auf dem Land, aber das macht keinen Sinn. Deswegen lassen wir es erstmal so. So, wir könnten den Weg schon mal weitermachen. Ich glaube, das werde ich jetzt auch tun. Der Weg soll hier nämlich, oder wird hier nämlich, gerade durchgehen und hinten an den richtigen, in Anführungsstrichen richtigen Weg anknüpfen. Ich nehme jetzt einfach mal die Diamantschaufel. Wir müssen bald eh ins Dorf, um unsere Sachen zu reparieren. Das heißt, ist mir dann jetzt auch erstmal egal. So, hier brauchen wir noch Erde. Fällt mir gerade auf, das habe ich ganz vergessen. Aber das können wir später auch noch weitermachen. So. Denn wir müssen jetzt schauen, wie da hinten der Weg ankommt. Das habe ich alles schon, also den Weg habe ich in der Kopie schon ein bisschen vorüberlegt oder vorgeguckt, wie das aussehen könnte. Und das sieht auch ganz gut aus, wenn der hier gerade durchgeht. Das wird auch am Ende nicht so auffallen, dass das hier alles so eine Brachfläche ist. Dadurch, dass wir dann auch die einzelnen Ebenen mit reinbringen, das dürfte das so ein bisschen auflockern, hoffe ich. Ja, hier die Kante müssen wir noch zumachen. Ich müsste jetzt erstmal Erde holen gehen, ne? Glaube ich. Beziehungsweise, ein bisschen können wir hier noch abbauen. Also das hier würde ich fast so lassen. Genau, erstmal noch so ein bisschen reinkommen lassen, dann hier rum. So, ich mache das mal ganz kurz, wie ich das gerne hätte. Und das muss auf jeden Fall nur nach hinten. So vielleicht. Und dann haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Erde.
Genau, da müssen wir mit der Scheune, die ich bauen wollte, nochmal gucken. Ich hatte die ursprünglich nämlich für parallel zum Weg geplant, aber die müsste eher senkrecht zum Weg stehen, was die Tiefe angeht. Weil das sonst mit dem Eingang irgendwie doof ist. So, aber da können wir jetzt gleich mal schauen. Ich hau hier nochmal kurz die Steinchen weg. So. Dann kloppe ich jetzt erstmal hier Erde hin. Und dann gucken wir gleich mal am Ende vom Weg, wie wir das schön machen können. Ich tausche auch mal kurz die Spitzhacke aus, dass wir auch noch mal ein bisschen Cobblestone kriegen. Den brauchen wir nämlich ja auch noch für die Wegumrandung, die dann zum Ende des Weges hin so ein bisschen auslaufen soll, habe ich mir überlegt. Ja, und da können wir dann einfach mal schauen, ne, wie das am Ende aussieht. Ich lasse es jetzt erstmal bis hier. Dafür sollten wir jetzt auch genug Erde da haben. Ups. Also ich könnte hier, ja. Ich kann hier direkt den Cobblestone reinhauen. So. Und hier haue ich direkt Erde rein und auf die andere Seite auch. Und dann passt das am Ende schon. So. Sehr schön. So, das heißt, auch hier wird eine Scheune hinkommen. Hier soll der Wald so ein bisschen rauskommen. Hier vorne möchte ich nochmal so ein Silo hin platzieren. Nach hier hin soll auch der Wald so ein bisschen rauskommen. Dann haben wir hier den Bauernhof. Und auf die Seite vom Bauernhof vielleicht die Hühnchen mit so einem Hühnerstall an den Bauernhof integriert. Und dann nach hinten hin die restlichen Tiere. Es gab unterschiedliche Vorschläge, ich habe mir das nochmal angeguckt, auch halt wie das mit dem Weg hier schön passt, aber ich wollte doch gerne den Weg hier durchgängig haben zu unserem richtigen Weg, in Anführungsstrichen, deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, es so zu machen. Ich hoffe, das ist okay für alle, auch für diejenigen, die vielleicht das anders vorgeschlagen haben. Ups, ich wollte gar nicht die Blätter haben, egal. Ja, ansonsten tut es mir leid, dass wir es jetzt doch anders machen, aber ja noch meine Welt und noch darf ich hier sagen, wie ich das gerne hätte. So. Na guck mal, die Erde hier reicht auch. So, und hier mache ich jetzt einfach mal das, was wir haben. Also das wäre eine natürliche Erdspalte, deswegen ist das hier teilweise für mich auch okay. Oder ich habe dann auch keinen Bock, hier alles aufzufüllen nochmal, wenn es eh natürlich so gewachsen war. So, ich mache es hier erstmal geradezu. Und dann können wir gleich nochmal schauen, wie wir das hier angleichen wollen. Ups, geht ja nur um eine Höhe, deswegen ist das jetzt nicht ganz so dringend. Aber das müssen wir auf jeden Fall machen, bevor wir hier irgendwelche Bäumchen anpflanzen oder sowas. Ich habe jetzt eh nicht mehr viel Erde dabei. So, aber hier der Weg. Ich kann ja auf jeden Fall so, bis hier gehen. Und dann hier oben drauf weitergehen. So, das wäre der Weg. Nach rechts müsste man hier vielleicht so noch ändern. Oder so, genau. Und dann das so. Ja, und dann haben wir hier unsere Weggabelung. Und ich werde jetzt auch mal direkt noch mal ein paar Saplings für Birch Trees. Ups. So, da schon mal direkt wieder ein. Na doch, so nah am Weg. Hier ein Sapling und da ein Sapling. Dass wir einfach direkt schon mal ein paar Bäumchen wieder reinkriegen. Genau, und hier, das könnte ich mir vorstellen, das kann man ja vielleicht ganz gut hier durchziehen. Dass wir einfach von hier an. So. Ja, einfach so das Ganze durchziehen. Ja, 4 Erde habe ich noch. Das hilft jetzt nicht so ganz. So, aber da kriegen wir, glaube ich, schon mal das erste dann weg. So, sehr schön. Okay. Da kommt noch eine Birke hin und hier kommt noch eine Birke hin. Genau, hier brauchen wir dann noch Treppen, Sprucewood-Treppen, um den Weg zu vervollständigen.
Und dann können wir, ich sag mal, bis hier oder so schon mal den Cobblestone auch an den Rand machen, wenn wir wollen. Und das war's dann. Ja, hier vorne müssten wir nochmal schauen mit dem, mit der Scheune. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, wie breit ich die hatte. Das wäre was, was ich wirklich nochmal nachzählen müsste, weil das hat richtig schön gepasst mit dem Dach. Das heißt, die genaue Breite müsste ich nochmal nachzählen und genau die Länge. Die ging ungefähr von hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 Blöcke oder so. Das heißt, wenn wir die hier anfangen, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, so. Könnten wir vielleicht noch ein kleines bisschen hier nach hinten gehen, aber nicht mehr viel. Das heißt, ich würde gern den Baum hier behalten. Das heißt, hier die Rundung können wir nicht weitermachen. Wir können halt nur nach hier ein bisschen langsamer werden. Dafür müssten wir nach hier vielleicht erstmal noch etwas reingehen und dann nach vorne rauskommen. Dich hau ich weg. Tut mir leid, Baum. Du kommst weg. So. Ne, bisschen Terraform heute noch. Muss sich ja lohnen, dass wir dann ins Dorf auch fahren und die Sachen reparieren gehen. So vielleicht. Muss hauptsächlich hier an dem ersten Stück sein. Ich gehe mal schnell pennen, bevor jetzt Monster spawnen. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. So. Guten Morgen. Es sind eigentlich die, die sind alle gewachsen. Ich sollte die gleich mal zwischendurch abernten gehen. Ich mach mal ganz kurz hier noch das Terraform fertig. Ach nee, komm, weißt du was? Ich mach mal ein... Ah, ich will, dass die wieder wachsen, wisst ihr? Deswegen, 1, 2, 3, 4, 5... Ich habe Platz für 6 Stacks gerade. Und komm, den Birch Sapling, ne? Ganz ehrlich, hier ist noch ein zweiter. Stickies haben wir eh schon dabei. Dann kommt da ein Birch Tree hin und hier kommt schon mal ein Birch Tree hin. Und dann gehe ich mal ganz kurz die Felder ernten, ne? Dass wir das, dass wir einfach genug hier Pumpkins und Melons haben, um die Felder zu ernten. Um unsere Sachen zu reparieren, nicht um die Felder zu ernten. Bin manchmal auch echt blöd. Dann kriegen wir so auch wieder ordentlich Emeralds und können später weiter traden. Genau, im Dorf habe ich ja auch schon, ich habe es glaube ich schon mal gesagt oder angedeutet, ich möchte da auf jeden Fall irgendwann die Häuser nochmal umbauen, dass die so ein bisschen, ja, Player-Design sind, aber trotzdem noch nah an Villager-Häusern dran sind und dass unsere Villager einfach schöne Häuschen haben. Das ist mir echt wichtig. So, ja, ich glaube unser Bauernhof hier wird doch dann so eine Quelle für Pumpkins und Melons, weil das ist ja schon eine gute Ausbeute, die wir hier gerade rauskriegen. Also das muss ich schon sagen. Das ist ordentlich was. So, meine Uhr möchte, dass ich mich wieder mehr bewege. Bewegungen haben wir übrigens auch genug gekriegt in den USA. Ich glaube insgesamt über 150.000 Schritte und über 100 Kilometer. Oder waren es 150 Kilometer oder so, die wir gelaufen sind. Also viel, 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 viel zu viel. Aber es ist halt auch alles groß. Das muss man sagen. So, gleich haben wir es geschafft. Ja, passt doch hier mit dem Bauernhof, ne? Und wenn wir fertig sind mit Ernten, können wir theoretisch hinten schon wieder anfangen, so schnell wie die Sachen wachsen. Also vor allem, wenn ich jetzt noch die Felder ernten würde, ich glaube, dann könnte ich einfach durchgehend in einem Loop von Folgen ernten. 100 Folgen am Stück ernten, das wär's doch, oder nicht? Dabei quatschen und ernten und während wir ernten, kommt schon die neue Ernte wieder dazu. Das ist verrückt. Aber wahr. So, was haben wir denn rausgekriegt? 1,5 Stacks pro Ding. Ja, das dürfte reichen, um unsere Schaufel wieder zu reparieren. Für was anderes ernte ich hier ja auch nicht, ne? Das ist ja nicht so, dass ich hier jetzt Unmengen an Weizen oder sowas bekommen möchte oder an anderem Zeugs. Ich packe die Sachen erstmal da rein. Dann haben wir die hier in eine Kiste und wissen Bescheid. Aber guckt euch das an. Wie viel wir hier haben. Fast 2 Stacks Melons. Ein bisschen weniger Pumpkins. Aber das hat sich doch gelohnt. Da brauchen wir den Rest hier gar nicht mehr ernten. Da können wir von dem Rest vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen. Aber dann haben wir es. So, das werden wir dann auch wahrscheinlich nicht mehr heute in der Aufnahmesession machen. Vielleicht doch, das weiß ich noch nicht. Aber ich wollte heute auch nicht so lange aufnehmen. Ne? Wir haben jetzt schon eine Stunde 15. Das sind dann jetzt schon um die 5 Folgen. Ja, so 7 brauche ich für eine Woche. Und mehr wollte ich auch nicht aufnehmen.